Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Modibärenbande. Wir sind beim 69. Tag und dem 23.11. und spielen natürlich gleich ein Mirror Match. Das ist halt auch mein erstes Spiel wieder. Wieder auf einer Map. Die hatten wir, glaube ich, hatten wir auf jeden Fall schon mal. Und, weiß nicht. So richtig gefällt mir die Map noch nicht. Aber was mir aufgefallen ist, es gibt keine schwarzen Bildschirme mehr. Also die Map wird jetzt immer angezeigt anscheinend. Oder? Ich weiß gar nicht. War es beim letzten Mal so? Ich weiß nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare nochmal schreiben. So, wir spielen gegen Protoss. Wir spielen nicht gegen Protoss. Da wollte einer nicht gegen Protoss spielen. Oder... Hä? Platin? Achso, okay. Der rankt sich gerade runter. Mit Protoss. Das ist da Blödsinn. Wirklich so, ja. Jawohl, ne, nicht wirklich. Vielleicht auch lange nicht mehr gespielt. So, naja gut, dann müssen wir jetzt gucken, ob wir ein neues Spiel kriegen. Ja, wir sind über 4100 MMR. Für nichts. Für nichts, sag ich mal. So, jetzt müssen wir wieder warten. Und hoffentlich kriegen wir gleich einen. Also zurzeit sind wir halt positiv. 6 Siege zu 2 Niederlagen ist schon okay. Und ja, ist nicht mehr weit bis Dia 1. Vielleicht 2 Spiele. Wenn wir jetzt 2 Spiele hintereinander gewinnen, könnten wir es geschafft haben. Könnten. Aber da müssen wir erstmal gewinnen. Wie ich mein Glück kenne, schaffen wir es wieder nicht. Kurz davor sterben wir wieder. So, wir spielen gegen Terraner. Oh, okay. Ich habe gerade gesagt, die Map sieht man normal, aber hier wird es auch anders angezeigt. Also ich weiß nicht, was Blizzard da macht. Also, dass das nicht richtig angezeigt wird, ist echt seltsam. So, wir spielen gegen Terraner. Da werden wir natürlich mit Stargate öffnen. Oder je nachdem, also wir hatten ja auch schon ein paar Seconds-Spiele gegen ihn, gegen die. Vielleicht macht er ja auch einen Proxy. Wir werden erstmal scouten gehen, was er macht. Allgemein ist jetzt erstmal der Plan Exe, Stargate und dann wieder zu Kolosse und Void Race, um den Terraner dann zu killen. Als ich es zu früh gebaut habe. Ja, wirklich gerade so zu früh. Naja. Der minimale auch. Wird. Ach, das ist ein. Moment, da ist gerade WWF rausgefahren. Ach man, immer die mit ihrem Proxy-Scheiß. Keine. Okay. Da wahrscheinlich versuchen, meine Exe hier zu denyen. Wenn man es schafft. Na, schafft es nicht mehr. Exe steht. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr habt nicht genug Mineralien. Oh, fuck. Da. Chrono wussten auf jeden Fall unseren Stalker. Und Chrono wussten noch einmal die Echo. So, wir brauchen noch einen zweiten Stalker. Ich weiß ja nicht, wie das mit dem Reaper hier ist. Gate, nicht ein Gate. Die Pylone.
finde das ein bisschen komisch hier. Ne? Kalt ist die, ich bin die Stimme der Finsternis. Faszinierend, wir sind eins mit dem Schatten. Nun gut, was ist euer Problem? Okay, hat's gescannt. Forschung abgeschlossen. Orakel empfangsbereit. Nur um zu wissen, was ich mache. Ihr habt nicht genügend Minas. Das ist schon ein bisschen traurig. Unsere Feinde unsere Wut spüren. Nun, was ist euer Beginn? Ich bin das Herz der Finstern. Ich bin hier. Oh, ich finde die neuen ganz schön hart. Es ist vorherbestimmt. Lasst uns beginnen. Oh, ich finde dieses echt krass gerade. Ohne Scheiß. Wo ist eigentlich meine Robo, die ich nicht bauen wollte? Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ach, das ist ja nervig, ey. Befehlt. Das ist euer Beginn. Ihr seid auf mich angewiesen. Das ist schon nervig. Je strenger das. Das ist nervig. So begegnen wir unserem Schicksal. Oh, das ist so nervig. Fenster ist klein. Es ist vorherbestimmt. Was ist Oshara? Ich bin das Herz. En Arudin Rashada. Wie kann ich euch? Ihr sucht Führung. Je strenger das Schicksal. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. So, bauen wir noch eine Echse. Wir deuten. Unsere Schicksale sind ich bin ein Omen. Ach. Lasst uns beginnen. Das Zeitfenster ist klein. Nasuktai, en Arudin Rash. Das Zeitfenster. Wie kann ich euch helfen? Ich verstehe. Faszinierend kalt ist die Liebe. Aber warum hat er meine Echse nicht gebaut? Mineralienfeld erschöpft. Ich bin die Stimme der Finsternis.
muss es nicht auf die 4. Forschung abgeschlossen. Mineralienfeld erschöpft. Mein Leben für Ajur. So, das machen wir auf die 2. Nein, warum kommt das nicht zurück? Warum ist das abgebrochen? Mit Storm langsam durch. Ihr benötigt mit Upgrade Kassar die Templari. Ihr benötigt mehr des Fingers. Kassar die Templari. Mein Leben für Ajur! Ist mein Gas? Ihr habt nicht die Basis angegriffen.
greife jetzt direkt an. Ich bin hier. Eure Sonden werden angegriffen. Kassar, die Templari. Mein Leben für Ajur. Ich füge mich. Alter. Wir können nicht standhalten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ach. Der Kampfesruhm wird unser sein. Oh nein! Wir stellen uns der Dunkel. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Es wird ja immer schlimmer. Wir sind das Licht der Kala. Unsere. Der Kampfesruhm wird unser sein. Oh. Nein, nicht die Sonden! Oh, ich hasse Terraner. Erklärt euch. Oh, das ist doch kein Spiel, ey. Mittlerweile gehen wir da so auf den Sack wieder mit dem Trops. Und es wird immer schlimmer. Nein! Oh, die räumen meine Basis oben ab, ey! Also ich finde die neuen Videos richtig scheiße. Sind eins. So diene ich. Erleuchtet. Nein! Wir stellen uns der Dunkelheit. Ja, ich habe keine Mineralien mehr. Das Getroppe ist so nervig geworden. Unsere Ge- In Einigkeit liegt Stärke. Entaro Tassada, ich füge mich. Ja, ich bin tot. Genug. Wahnsinn, ey. Was sie sich ja mit dem Winivix gedacht haben, ey. Panzer. So die. Vergiss es. Ja, die Miniwex, die sind einfach zu hart geworden. Eure Sonden werden angegriffen. Ich füge. Marines halt, ne? Ah ja, GG. Keine Chance. Also das mit dem Geschwindigkeitsboost ist ja sowas von nervig geworden. Boah. Also das ist... Pff. Vergiss es. Einfach vergessen. Ja, vorhin ich hatte hier die Überhand und dann, na, vergiss es. Das war ein scheiß Spiel. Nochmal mit Terraner. Also ich habe ja gelesen im Forum, dass die Terraner zurzeit am meisten rum, weil ihr komischer, wie heißt das, Cyclin schlechter wäre. Ich finde es eigentlich ziemlich viel besser. Und deswegen, keine Ahnung, Terraner sind ja so schlecht gegen Rotors zurzeit. Also der Medivac-Boost ist ja der Hammer. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
recyceln, ey. Das macht doch so Damage. Vorhin reicht es nicht. Rett einfach weg mit dem Scheißding und erwischt dich. Finde ich ein bisschen unfair eigentlich, ganz ehrlich. Die Flieger ist okay, aber die bewohnten Einheiten, das wird's. Ich habe sinnlos Stalker verloren. Sinnlos. Konnte ich nicht mal was machen gegen groß. Was ist eigentlich für eine Map? Okay, dann spiele ich jetzt normal. Der Eingang ist ja extrem weit weg. Also ich muss sagen, das ist auch für Protoss echt eine scheiß Map. Ach, zu früh weggezogen. Protoss ist eine absolut miese Map. Stalker. Gucken, ob er eine Echse hat. Hat er nicht. Das ist nicht gut. Oder vielleicht drin, ne? Was baut denn hier? Das ist ja aus dem Marines All in. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend. Nicht genügend. Los. Ich hole. Ja. Über die Robo. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, mit Marines all in. Shit. Ein Tod. Das ist ein Router, Olle. Keine Chance mehr. Ja, GG. Shit. Keine Echse, hätte ich gleich reagieren müssen. Aber hätte ich auch oben bauen können. Das für ein All-In, ey. War das derselbe Spieler wie vorher? Nee, oder? Nee, ist ein anderer. Tja. Habe ich nicht gesehen. Den Proxy unten. Das war einfach. Ja, vor allem, dass er schon so viel hatte dann. Das ist ja auch nicht normal. Aber ich muss sagen, die Map hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich glaube, die nehme ich erstmal raus. Weil die ist ja richtig scheiße für Protoss. Die ist auch scheiße. Die mag ich sowieso nicht. Komplett raus. Ja, mal sehen. So, machen wir einfach weiter. Schlung ist runter, machen wir einfach weiter. Also, Wahnsinn. Tja.
Was hätte ich anders machen können? Nichts. Ich hätte meine Echse abbrechen können, aber die stand schon. An sich hätte ich das schon registrieren müssen, wo das Dings gebaut hat hier. Wer ist denn der Reaktor? Die baut man nicht normalerweise nicht so. So, wir spielen gegen Zerg. Ich hoffe, dass er nicht irgendeine Art von Schieß kommt. Sein müssen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, was spielen wir gegen Zerg? Bin ich zurzeit noch ratlos. Könnten wir jetzt weiter die Tees spielen? Die Tees wäre noch was, also Archentrop. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja. Ach, vergiss es. Ich gleich unten ein zweites Stemmerkennen hin. Nicht mal überhaupt eine Echse. Ach, kommen jetzt schon die Linge. Na geil. Eure Sonden werden angegriffen. Muss ich Krone boosten? Wahrscheinlich Zack ist auch ganz schön safe, finde ich, mit ihrem. Nein, das ist rein. Das war ein absoluter Olli. Verwenden! Na, wir gehen durch, ist eh wurscht. Müssen wir gucken, ob er jetzt eine Echse genommen hat. Na, da. Nee. Slowling immer noch. Eure Sonden werden angegriffen. Interessiert sich nicht für meine Sonden. Das ist schon seltsam. Gleich Boomling. Mal reingucken. Ja, ich bin. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Er hat auf jeden Fall schon eine Echse. Ja, Exekutor. Eure Sonden werden angegriffen. Und sonst hat er nicht weiter. Denken. So soll es geschehen. Vorwärts. Ehre den Dalai Lama. Die Schlacht wartet. Hor Salah. Gib uns einen Auftrag. Nur die Gläubigen. Forschung. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Niemand, was wünscht ihr?
Die Erstgeborenen werden obsiegen. Ich bin die Stimme. Na, ja, dann greifen wir nochmal an. War doch keiner da. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So soll es geschehen. Vorwärts. Niemand kann uns aufhalten. Für den Ruhm. Unser Denken gleicht sich. Hor Salah. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Ich glaube, ich schon eine dritte. Teleportation erfolgreich. Die Sterne stehen. Gut, das. Dies müsst ihr. Ihr benötigt mehr Wind. Ihr müsst. Ihr habt nicht genügend. Es ist vorherbestimmt. Unsere Schicksale sind vereint. Komm, nimm mehr Gas. Teleportation erfolgreich. Ich füge mich. Wo verbirgt sich der Fall? Die Himmel warten. Je strenger das Schiff. Ihr benötigt mit. Erfolgreich. Ihr benötigt mehr Vespingas. Teleportation erfolgreich. Ihr benötigt mehr Shit. Upgrade durchgeführt. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich sehne mich nach dem Kriegstein. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich verstehe. Nasuktai. Der so, Weg noch ein Lüfterklötürmchen hat er noch davon. Teleportation erfolgreich. Ihr benötigt mehr Vespingas. So, jetzt nehmen wir langsam eine Echse. Ihr habt nicht genügend. Teleportation erfolgreich. Für die. Nicht genügend Energie. Teleportation erfolgreich. Ich sehne mich nach dem Kampf. Warp fällt online. Mineralien. Ihr benötigt Teleportation erfolgreich. Na. Teleportation erfolgreich. Für die Ehre. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mineralienfeld erschöpft. Sha'azul. Das Zeitfenster ist klein. Zeit für den Kampf. Ich durchstreife die Galaxis. Na, aber rasch. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Ich füge. Teleportation erfolgreich. Siravec, Krayor. Verstanden. Mein Leben für Ajor. Für die Ehre. Mineralienfeld erschöpft. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit.
Barbaras. Verstanden. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Für die Ehre. Ich füge mich. Sharazul, du Templar. Sirabek, Kraior. Verstanden. Ich durchstreife die Zeit für den Kampf. Peradak Kural. Navaras. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Im Feld erschöpft. Sharazul, du Templari. Mein Leben. Ja, nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Extrapoliere Stränge. Peradak Kural. Pylon wird angegriffen. Prismakern online. Mein Leben für Ajur. Erneut diene ich. Hier sind die Klingen! Der Kampf des Ruhm wird unser sein! Wir bleiben. Lass unsere Feinde unsere Wut spüren. Ich bin hier. Mein Leben! Ihr habt nicht genug. Es ist... Prismakern online. So, ich habe auch meinen letzten Zahn vergessen. In Harodin Rashida. Lasst uns beginnen. So, das jetzt auf der 4. Mein Leben für euch. Ihr habt nicht gelitten. Mein Leben für Ajur! Ja. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Muss ich mal meine Ecke mich hier kümmern. Mineralien. Nach dem Kampf. So diene ich. Ich
Alarm äußern. Burg fällt online. Verstanden. In eilig. Warum brauche ich keine weiteren Kolosse? Sturm nicht nehmen. Shit. Wir sind. Ihr habt nicht genügend. Eure Sonne. Mein Leben für Ajur. Vespin-Geysir erschöpft. Ihr Kassar. Mein Leben für Ajur. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Euer Denken. Ihr habt nicht genügend. Kassar. Mein Leben für Ajur. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Entaro Tassadar. So, versuchen wir mal seine Basis nochmal einzuräumen. Nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur! Erleuchtet mich. Mir fehlt es auf jeden Fall im Observer. Meine Aufgabe. Sehr schön. Ich füge mich. Ulak Natal. So geht erneut. Euer Denken. GG. GG. Boah, doch haben wir heute noch gewonnen. Vor allem gegen Zerg. Boah, ja, anstrengendes Spiel. War aber nicht schlecht. Hat mir gefallen. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen. Und dann in der Endcard. Bis dahin sage ich mal tschüss, tschüss, euer Motive. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss, tschüss.